Wap, bap. Da, da, di, da, da, dap, dap. Oh Mann, bin ich der Einzige, der von diesem qualitätsabweisenden Song Novum hat? Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jump World. Da ich mir ein bisschen den Magen verdorben habe, vielleicht likes auch an diesem komischen Song, kann ich heute nichts PvP-mäßiges aufnehmen, sondern nehme mir eine Jump World-Folge auf, weil dann kann ich immer mal schön schneiden oder sowas, falls, ja, mein Magen weiterhin sich denkt, explodieren zu müssen. So. Und damit wisst ihr alles, was ihr wissen müsst. Und hallo und herzlich willkommen auf Willkommen auf unserer Map. Groß- und Kleinschreibung. Und Willkommen. Hoffen, dass sie euch gefällt. Hoffen. Ja, okay. Du hörst. Okay. Eine Explosion und schaust nach oben. Da ist nichts. Hä? Verstehe ich jetzt nicht die Frage. Also nee, verstehe ich nicht. Ich habe aber wirklich von dem Song Ohrwurm, obwohl ich den nicht gut finde. Also ich finde dieses ganze Gehate ein bisschen übertrieben. Finde einen Weg aus dem Krater. Jo, alles klar. Aber meine Güte, ich habe trotzdem Ohrwurm. Ich finde ihn aber nicht gut. Also bevor mir jetzt noch jemand unterstellt, dass ich den Song gut finde. Nee, nee. Aber kann ich mich hier hochbuggen? Nee. Ah, das war dumm. Ich wusste genau, dass ich gleich wieder den Schaden kriege. Was mache ich eigentlich? Warum laufe ich immer durchs Feuer? Ich weiß es nicht. Ich verbrenne und jetzt bin ich tot. Ich habe keine Ahnung, wo ich hin muss. Gerade so gesagt, so. Also ich hätte jetzt... Ich springe einfach direkt wieder ins Feuer. Fängt gut an, die Folge. Gut. Sehr gut von mir. Ich hatte überlegt, ob ich den Feuerboost nutzen muss, um da hochzukommen. Weil es ist ja im richtigen Moment gesprungen, ist das ja so ein kleiner Fireboost, aber ich würde gerne aufhören zu brennen, danke. Aber es muss doch auch möglich sein, ohne Brennen da hochzukommen. Indem man wahrscheinlich da reingeht einfach. Ich doof Depp. Alles klar. Hä? Ups. Bisschen Gehirn benutzen, ne? Ne? Ich bin dämlich. Ja. Julian Bam, das habe ich gefeiert. Also von Julian Bam dieses... Songs in Real Life Nummer 3 ist es, glaube ich. Finde ich gut. Oh nein, Aliens greifen an. Dein Haus wurde komplett zerstört. Finde einen Weg in das Raumschiff. Ach, da wäre ich gar nicht drauf gekommen, dass mein Haus kaputt ist. Mit dem Krater. Warum soll ich einen Weg in das Raumschiff finden? Ich will da nicht rein. Warum soll ich da rein wollen? Also, das Letzte, was ich tue, wenn Aliens die Erde angreifen, ist einen Weg in das Raumschiff suchen. Aua. Also das ist so mit das Letzte, was ich versuchen würde. Und ich glaube, hier bin ich falsch. Ey, was mache ich hier eigentlich? Meine Fresse. Manchmal ist die Inkompetenz auch gut vorhanden. Wo muss ich überhaupt hin? Also Weg in das Raumschiff finden stand da. Das hier sieht besser aus. Als Jump'n'Run. Als das da mit den TNT-Dingern. Finde nun einen Weg durch die TNT-Bomben. Du hast die Zeit mit einer Uhr angehalten. Ja klar. Das mache ich im Privatleben auch immer so, wenn... Ich TNT hochkletter, ich halte die Zeit an mit einer Uhr, weil alle Uhren die Zeit anhalten können. Ja, jetzt weiß ich nicht, was besser ist, die Story dieser Map oder wap wap da di da da dap dap da da di da da dap. Scheiße, Mann, ich werde den Song nicht mehr los. Bitte tötet mich. Beeil dich, du kannst die Zeit nicht mehr lange anhalten. Wieso? Ich habe doch ein paar mehr Uhren. Also ich habe mindestens 3 Uhren zu Hause. Kann ich doch wohl dreimal die Zeit anhalten? Verstehe ich nicht. Also ich verstehe das Problem nicht. Achtung, das Triebwerk ist sehr heiß und die Flammen auch. Pass auf. Alles klar. Der Traum heißt übrigens die Map von Nigo oder so. Alles klar. Muss ich hier hin? Ich glaube nicht. Das hier sieht besser aus. Nein! Au. Irgendwas mache ich falsch. Au. Oder muss ich hier lang? Ich weiß es nicht. So. Das sieht nicht besser aus. Nee, nee. Ich muss schon hier rüber, denke ich. Und dann... Achso, da ist ein gelber. Den habe ich gar nicht gesehen gerade. Wieso habe ich den nicht gesehen? Ich doof, Mann. Manchmal bin ich dämlich. Finde einen Weg durch das Labyrinth im Raumschiff ins Cockpit, Alter. Wer baut denn bitte ein Labyrinth ins Raumschiff? Wer macht sowas?
Oh, das war ein sehr einfaches Labyrinth. Jetzt bist du im Cockpit. Doch es ist nicht mehr. Nichts mehr zu retten, nichts mehr zusammengeschrieben, alles klar. Wenn du durch das Portal gehst, geht die Zeit um 10 Stunden zurück. Ja, das ist bei mir zu Hause auch immer so, wenn ich durch irgendwelche Türen gehe, geht die Zeit einfach um 10 Stunden zurück. Deswegen, ich kann eigentlich unendlich vorproduzieren, weil ich gehe einfach aus dem Raum raus und wieder rein und plötzlich ist die Zeit um 10 Stunden zurück. Oh, ich bin auf dem Mond. Oh nein, du bist in der richtigen Zeit, aber am falschen Ort angekommen. Fliege mit dem Raumschiff zurück zur Erde. Mit der Rakete, Entschuldigung. Wahrscheinlich bin ich jetzt der eigene, derselbe, der Doofmann, der mein eigenes Haus zerstört oder irgendwie sowas. Aber ist ein anderes Raumschiff, alles klar. Und wieso steht hier einfach ein Raumschiff? Oh. Nein. Ich würde hier gerne rauskommen, bitte. Danke. Ich habe ja... Jump, Boost, fuck it. Ach komm. Ich habe keine Lust, mich da 30 Mal zurückzusetzen. Und zu warten und so weiter und so fort. Ich weiß gar nicht. Vielleicht hätte ich auch gar nicht so abbiegen müssen, sondern einfach nur nach rechts rumgehen müssen. Vielleicht war ich wieder mal dumm. Oh. Mann. Jetzt sehe ich schon wieder die Kommentare. Wieso schneidest du eigentlich nicht? Nein. Bei Jump World geht es nicht darum, zu schneiden. Weil wer guckt Jump World schon, um dann... Och Mann. Die Map in möglichst schneller Zeit zu sehen. Also die meisten gucken doch Jump World einfach zum Entspannen und irgendeinen Scheiß zu gucken. Also so ist es zumindest bei mir und so will ich es auch spielen, als wenn die Leute den Scheiß einfach nur gucken, um zu entspannen. Puh, geschafft! Die Aliens sind noch nicht da. Du bist jetzt richtig in der Zeit und am richtigen Ort. Wir farmen dir die neuen Sachen, um die Aliens zu besiegen. Okay. Ach, Mine, alles klar. Pass auf, da ist viel Lava. Ja, das hätte ich nicht gesehen. Also, wow, danke. Danke, Schild. Ups. TNT, Achtung. Au. Au. Vierer Sprung nach dem Checkpoint, nice. Sowas mag ich immer sehr gerne. Also, wirklich, wow. Oh, da ist ein Checkpoint. Au, au. Na, Manno. Lava. Lava. Ja, ja. Deckensprung, ne? Ich hätte einfach nicht zurückgehen sollen auf diesen Checkpoint. Ich hätte einfach weiterhüpfen sollen. Ich glaube, das wäre besser gewesen, weil ich glaube, dieses auf den Checkpoint gehen hat mich jetzt schon mehr Tode gekostet, als normal weiter zu springen. Nice. So. Ach Mann, ich denke aber auch manchmal nicht nach, ne? Ich sehe genau, dass das dasselbe Sprung ist wie kurz davor mit Deckensprung vor. Und ich springe einfach ganz genau denselben Sprung. Also die Sprünge sind nicht leicht, muss ich gerade so sagen. Entweder habe ich irgendwo was übersehen oder... Dir ist ja nice, ja, danke. Das hat mir geholfen. Muss ich darüber? Ne, das schaffe ich nicht. Das sind 1, 2, 3, 4. Fuck Mann. Wir müssen den hier schaffen, danke. Danke Spiel, dass ich den geschafft habe. Also leicht sind die Sprünge hier unten nicht. Hey Gott, noch eins. Wieso hat das so eine... Normalerweise Spiele, so Maps mit schwereren Sprüngen oder anstrengenderen Sprüngen werden eigentlich immer zu Tode bewertet. Aber diese Map anscheinend wohl nicht. Vielleicht ist Nico oder so auch irgendein YouTuber, den man nicht kennt. Weil das ein komischer Name ist für einen YouTuber. Hier sieht's, ich wollte gerade sagen, hier sieht's nach dem Secret aus. Wow, so viele Blöcke, das ist ein Tempel. Secret 3, oh, irgendwie fehlen mir 2000 andere Secrets. Wahrscheinlich beim, beim ersten Gebiet. Wo man ein bisschen in den Häusern sich hätte umgucken können. Und keine Ahnung, wo noch, muss ich ehrlich sagen. Vielleicht in dem Raumschiff im Labyrinth. Das wäre noch möglich. Also ich will echt nichts sagen, aber die Sprünge hier sind echt nicht schön. Ich hasse es. Decken-Eckensprung mit Leiter. Nice. Zack. Oh, ich würde gerne endlich das Ende dieser... Au. Oh. Ja, wo muss ich hin? Achso, da. Das Ende dieses Jump'n'Runs finden. Bin ich jetzt gerade falsch oder muss ich hier hin? Ja, muss ich. Fuck. Bin ich gerade dreimal falsch in den Tod geschüpft, ja.
Meine Sprache ist wieder sehr gut. Ich habe zu viel heute mit Russet geredet. Nein, nur ein paar Mal. So. Aber das hat nichts mit meinem Deutsch zu tun. Au. Au. So. Davor noch etwas Spaß, denn Spaß muss sein. Du hast alles gesammelt, was du brauchst. Geh wieder heim. Alles klar. Oh. Achso, ich hab's gerade wahrscheinlich die Schilder im falschen. In der falschen Reihenfolge durchgelesen. Ich habe mich schon gewundert, warum diese Map 16 Minuten Zeit hat, aber wenn er dann natürlich noch ein bisschen irgendeinen Quatsch dazwischen gebaut hat, dann. Meine Güte. Ist das kein Wunder? Habe ich irgendeinen Effekt? Nee. Ich bin einfach nur zu blöd. Okay. Habe ich meinen Pfoff umgestellt? Auch nicht eigentlich. Ne, 97 ist. So wie ich's. Ey, was ist falsch mit mir? Ich kann gerade irgendwie nicht gut springen. Ey, vor allem lebe ich da oben und setze mich trotzdem zurück. Mann, Herrgott, diese Map. Die Map gefällt mir nicht. Die ist mir zu anspruchsvoll für meine. Ui, für meine Probleme. Krieg ich falsch Schaden? Ich hoffe mal nicht. Nein. Sorry, falls irgendwelche Blöcke in der Luft rumfliegen. Wir sind einfach zu weit weggeflogen. Zur Entspannung. Einspannung, ein kleines Rennen. Viel Spaß. Ja, ich bin aber alleine. Wieso mache ich ein Rennen gegen mich selber oder gegen wen? Oder gegen die Aliens? Und weiß es nicht. Aber wir jumpen einfach mal. Ups, Checkpoint mitnehmen. Nein. Ach Mann. Ich setze mich lieber zurück, bevor ich da 30 Stunden warten muss. Ja, warum sollte ich nicht übers Holzland rennen wollen? Oh, man darf nicht auf die roten Blöcke, da hätte ich auch selber drauf kommen können, ne? Niau, niau. Checkpoint. Kann bitte dieses komische Rennen vorbei sein? Das ist einfach nur in die Länge ziehen, gerade von der Map, weil eben nichts mehr mit der Story eingefallen ist. Oh. Ich überlebe auch ohne das Wasser zu treffen, alles klar. Das machen wir dann auch einfach mal. Zack, 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 zack. Ja, das war sehr anspruchsvoll. Ein sehr anspruchsvoller Dropper auf jeden Fall. Ein Looping, der nicht funktioniert. Oh, ich bin schon wieder auf den roten Block gekommen. Der nicht funktioniert, da man hier keine Loopings springen kann. Und ich bin echt manchmal richtig intelligent. Hä? Hallo? Irgendwie habe ich ein Ohrwurm vom Apo Wet, schreibt jemand. Alter, ich habe ein Ohrwurm vom Bibi, das ist viel schlimmer. Alter. Ich von Wappab schreibt Schwimmer Mau. Wappab. Schön. Jetzt equipst du dich, um gegen die Aliens zu kämpfen. Schub. Warum sind hier Schleime? Ist das etwa ein Trim? Was ist denn ein Trim? Oh. Ja. Wenn man nicht sneakt beim Anleiterspringen nach dem Vierersprung mal wieder. Fünfersprung. Dann kann man auch nur runterfallen. Alter, diese Vierersprünge, ne? Das ist so nervig, dass diese Map-Ersteller von heute ständig Vierersprünge nehmen müssen. Hier auch wieder. Zack, Vierersprung, den man nur mit Anlauf schafft. Ich verstehe nicht, warum die Maps so gut bewertet werden, muss ich ehrlich sagen. Weil für mich hat das einfach nichts mit schönen, guten Jump'n'Runs zu tun, wenn man einfach nur Vierersprünge reinhaut überall. Ne, also Scheiße, springt man einfach genau in der Mitte durch. Wapp, wapp. Eigentlich könnten wir den Bibi-Song gegen die Aliens ansetzen. Ich glaube, das würde helfen. Denn, oder diese Map. Die Map ist nämlich genauso schlimm. Oder schlimmer als Bibi's Song. Meine Güte. Bitte. Es kann doch nicht so schwer sein, diesen. Das ist wirklich ein dreckiger Sprung, ey. Und ich laufe rüber, weil ich doof bin, anstatt zu sneaken. Laufe ich einfach rüber. Ey, das mit dem Leertaste drücken kann ich heute echt gar nicht. Was ist los mit mir? Vielleicht bin ich dämlich. Oh. Huiuiuiui. Nice. Och Mann. Hilfe. Ich hasse diese Map. Nicht die Map, aber diese Vierersprünge. Fresher Jet Alien Jet Alien. Ja, toll. Ich meine, ich weiß nicht, die Story hat mich irgendwo verloren.
Vor allem die Map einen Tram zu nennen, ist jetzt nicht so das Intelligenteste. Ich weiß, er hat es einen Tram genannt, aber ist trotzdem nicht so das Intelligenteste, weil einfach jeder sofort weiß, oh ja, diese Map ist nur ein Traum. Und er nutzt nicht mal die Slimes für irgendwelche Slimesprünge, also zumindest bis jetzt nicht. Und das ist, ach man, dann doch schon sehr befremdlich, weil, ja, ich gerne Slimesprünge springe, muss ich sagen. Ey, diese Vierersprünge, überall fucking Vierersprünge, Mann. Ich will nicht immer fluchen, aber ich fluche viel zu häufig. In meinem Life. Alter, ich krieg gerade einen Kopf in der Hand. Hilfe. Bitte, lass mich einfach hier die Map beenden. Ich mag sie nicht. Nicht meine Map. Dann höre ich mir lieber noch fünfmal Bibis Song an, als dass ich die weiter diese Map spiele. Hilfe. Ah. Vor allem überall Slimes und nicht ein Slimesprung. Das ist doof. Oh, es war alles ein Traum. Oh, wer hätte das gedacht? Meine Güte. Nanu, ein neuer Raum. Oh, Diamanten. Oh, eine Golddruckplatte. Informationen. Mapbild bei verschiedenen Leuten. 7 Stunden an den Map-Spieler gerichtet. Hey, danke, dass du unsere Map gespielt hast. Spieler wird übrigens groß geschrieben. Wir haben uns sehr viel Mühe gegeben und sehr viel Zeit genommen, um diese Map zu bauen. Wir hoffen, sie hat euch Spaß gemacht und würden uns über eine faire Bewertung freuen. Euer Map-Erbauer. Ja. Ja. Positive Worte finden. Das ist immer die Hauptsache. Auch wenn man etwas nicht so gut fand. Also, ich fand's gut, dass ihr eine Story reingemacht habt. Naja. Das war's dann auch schon. Die Sprünge fand ich Kreativität. Es wurden einmal so ein Speed-Effekt benutzt, ein paar Jump-Effekte. Die Slimes wurden nicht benutzt, was richtig cool war. Wenn man schon Slime-Welt macht, warum benutzt man dann die Slimes nicht? Gibt nur ein Okay. Die Sprünge fand ich mäßig sogar nur, weil ich das extrem nervig fand, dass ständig Vierersprünge waren. Also dieses in der Mine, das war zwar anstrengend, aber war nicht schlecht. Weil es halt mal was anderes war, war mal ein bisschen anspruchsvoller, aber die ganze Zeit nur fucking Vierersprünge. Herrgott, noch eins. Die Optik war okay. Ich fand die Map nicht gut. Schade. Schade Schokolade. Wir gucken mal, ob wir eine kurze finden. Da, 4 Minuten. Die lädt nämlich schnell. Kann ich in der Zeit nochmal Bibis Song singen? Nee. Wer wird als erster das Ziel erreichen und findet die 3 Kristalle? Ich. Denn ich bin alleine hier. Oh, Checkpoint. Oh, tot. Checkpoint. Ich fliege jedes Mal über die Checkpoints. Ah, fuck it. Nicht so gut. Ui. Ich meine, wenn das jetzt das Prinzip der Map ist, ist es jetzt nicht so anspruchsvoll, aber puh, ob das so schlimm ist, wenn es mal nicht so ultra anspruchsvoll ist. Ich bin aber trotzdem zu bräsig zu spielen, also vielleicht, weil ich die ganze Zeit einfach nur sprinte und nie sneake. Das kann natürlich sein. Nein! Oh, ich habe mich zurückgesetzt. Obwohl ich nicht gestorben wäre. Ich sneake einfach jetzt mal ein bisschen, wenn ich irgendwo in gefährlichen Situationen rumhassel. Weil dann kann ich nicht einfach so in den Tod stürzen. Oh, das war sehr gut. Sehr gute Reaktionszeit wieder mal. Nice. Oh, sehr gut wieder. Sehr, sehr gut reagiert. Ich weiß nicht, warum hier ein Jump-Boost-Block ist, der einem nichts bringt. Nö, einfach nichts. Also zumindest nicht, dass ich es jetzt gerade sehen würde. Ach Leute, bitte. Hä? Warum bin ich davon zurück? Ich verstehe es nicht. Warum auch immer ich von Spinnnetzen seit neuestem zurückbugge, aber vielleicht durch die ganzen Jump-Boosts, die ich habe oder so. Oh, da kommt man so nicht rein. Wir sneaken mal wieder eine Runde. Es erinnert ein bisschen an Flash. Nur fehlt ihm der Charme von Flash, dieses... Flash ist halt wirklich komplett auf Twihard und so ausgelegt. Ich weiß nicht, das hier ist ein bisschen sehr lieblos gebaut. Es ist einfach wirklich nur, wie die Map auch heißt, Rainbow Street. Ja, wie gesagt, einfach irgendwie gefühlt hingeklatscht, halt einen Regenbogen durchgezogen und dann ein paar Lücken reingeschlagen. Aber ich will nicht immer meckern. Ich habe schon so einen Modus, also so eine Map habe ich schon länger nicht gespielt. Hui.
2 Minuten. Ich weiß nicht, wie Leute hier 4 Minuten brauchen können. Ich habe mich echt schlecht angestellt und ich habe 2 Minuten gebraucht. Sprünge waren nicht... Doch, waren vorhanden. Fand ich okay. Optik war nicht vorhanden. Da gibt es ein schlecht. Kreativität war okay. Jo. Ich denke, das war's dann für heute. Ich danke euch fürs Zusehen. Bap, bap. Badadidadadab. Dab. Bis zum nächsten Mal.